Nur wenn der Mensch sich seiner Endlichkeit bewusst ist, kann er würdig leben. Denn ohne diese Erkenntnis verwendet er seine Zeit nicht, wofür sie ihm gegeben ist. Jeder Moment birgt die Möglichkeit, das wahrlich Wertvolle zu erfahren, und das macht jeden Augenblick kostbar. Doch zu oft verschwenden wir dieses einzig von Wert Seiende, da wir uns von Gewohnheiten und Trieben steuern lassen. Dieser Automatismus macht uns zu scheinbar Lebenden nur, unfrei, da gefangen von Willenslosigkeit. Dieser Wille, der wahre Wille, der das eigene Wohl zum Ziel hat, muss errungen werden. Der Sieg über das niedere Ich bringt uns zu dieser Freiheit. Doch dafür müssen wir in den Spiegel der Selbstkritik blicken und uns nicht vor Abscheu von diesem Anblick wenden, sondern genau studieren, was wir im Fackelschein des Wissens in der Dunkelheit des eigenen Ichs erkennen können. Denn das gefürchtete niedere Ich mit all seinen Sünden ist nur der Schatten des wahren Selbst. Und so springen wir über unseren eigenen Schatten und erreichen das freie Land der Todlosigkeit. Dieses Reich ist die ursprüngliche Realität, deren Schatten die materielle Welt unseres gegenwärtigen Aufenthaltes ist. Und somit ist der Sinn, der höchste Sinn unseres menschlichen Daseins, die Überwindung dieser Schattenwelt, die wir seit jeher für unsere Natur hielten. Doch Kraft wahren Wissens, das uns durch die Kette der Meister nun erreichte, ist diese Illusion der falschen Heimat durchschaut und wir machen uns auf. Die Reise wird angetreten und in der Schritt für Schritt schwindenden Ferne ist das wunderbare Ziel zu erkennen.